begrüße Sie zum Plenum TV Jahresrückblick für die Region Schwaben. Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns, auch im Hinblick auf die Politik. Die CSU regiert nach den Landtagswahlen im September ohne die FDP und widmet sich nun den anstehenden Themen. Eines davon, der Breitbandausbau im ländlichen Raum. Darum soll sich vorrangig das neue Heimatministerium unter der Leitung von Markus Söder kümmern. Denn eine flächendeckende Breitbandversorgung macht das Land wieder attraktiver zum Wohnen und natürlich auch als Wirtschaftsstandort. Das Wort digitale Revolution, ich kann es ehrlich gesagt schon fast nicht mehr hören. Wichtig ist also zum Beispiel für Schwaben, dass man an allen Orten mit dem Breitbandausbau auch schnell ins Internet rein kann. Das hat er vor 5 Jahren in den gleichen Worten auch schon in der Regierungserklärung versprochen. Leider sind wir nicht besonders weit gekommen. Was wir brauchen, sind entweder endlich Handlungen und wir brauchen auch mehr Geld, die zum Beispiel unsere Kommunen bekommen, damit sie ihren Bürgern diesen Service zur Verfügung stellen können und keine markigen Worte. Ich glaube, es ist heute noch mal klar geworden, dass die Digitalisierung für uns ein wichtiges Zukunftsthema ist. Sie wird viele gesellschaftliche Bereiche neu aufbrechen und umbrechen. Und ich denke, wir müssen das Thema sehr ernsthaft angehen. Wir müssen uns dem Bereich stellen. Das geht von der Medizin bis über den Tourismus und die verschiedensten Themenstellungen. Und ich glaube, dass heute ein Zeichen gegeben ist für den Aufbruch in diesem Bereich. Und das wird uns auch weiter beschäftigen, weil es ein dynamischer Prozess ist. Das sind ja auch Innovationen, die damit verbunden sind, sodass es immer weitergehen wird. Also er hätte es wirklich seit 5 Jahren umsetzen können. Der Breitbandausbau, die Digitalisierung, das Glasfaserkabel an jedes Haus, das sind Dinge, die man längst angehen hätte können. Wir können nicht wollen, dass es ein papierfreies Büro gibt und nicht die Möglichkeiten geschaffen sind, im Internet die Daten schnell zu übertragen. Das ist ein Thema, das wir lange angekündigt haben, das wir lange mit thematisiert haben. Und diese 500 Millionen, die jetzt in dem Haushalt sind, ist ein Baustein. Ich glaube, das reicht bei weitem nicht aus. Theoretisch ist alles möglich, aber unter dem Gesichtspunkt auch der Finanzierbarkeit und natürlich auch der Landesentwicklung, meine ich, war das Schritt für Schritt richtig, war nicht im Tempo verfehlt. Und ich gehe davon aus, dass natürlich letzten Endes das Gesamtergebnis zählt und das erreichen wir ja mit dieser Strategie und mit dieser Politik. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, wir haben ja eine rückwärts laufende Uhr installiert in der letzten Legislaturperiode, die sollte anzeigen. Minister Martin Zeil hatte ja angezeigt, dass bis zum 31.12.2011 Bayern mit schnellem Internet versorgt ist. Und deshalb haben wir diese rückwärts laufende Uhr installiert, haben aber dann gemerkt, dass beim angegebenen Zeitpunkt, dem Datum, es noch nicht so weit war. Und eben haben wir in der Regierungserklärung gehört, bis 2016 wollen wir in Bayern so weit sein. Wir sind gespannt, denn schnelles Internet ist wichtig unter dem Stichwort digitale Revolution. Da brauchen wir schnelles Internet als allererst in Bayern, um auch wirtschaftlich weiter mithalten zu können. Und ich komme zum Beispiel aus einer Landgemeinde, da fällt es hinten und vorne noch und da müssen wir weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, dass wir zumindest diesen angedachten Zeitplan einhalten können. Er hat jahrelang gekämpft, im August 2013 dann die erlösende Nachricht. Gustl Mollat kommt frei. Der Nürnberger ist überzeugt, 7 Jahre lang war er das Opfer eines Justizskandals, wurde zu Unrecht als gefährlich eingestuft. Der Untersuchungsausschuss hatte kurz zuvor noch das Wiederaufnahmeverfahren abgelehnt, der öffentliche Druck jedoch ließ nicht nach. Nun soll der Fall Mollat im kommenden Jahr erneut aufgerollt werden. Alles, was da rauskommt, macht Katastrophenstimmung, das möchte ich gern ausdrücklich sagen. Was ist man ausgeliefert, wenn ein, der, ich sage jetzt aus der Sicht der Bevölkerung, falsche Staatsanwalt oder das falsche Gericht erwischt, was einem da passieren kann? Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass auch die Justiz intern, und das glaube ich ist ganz wichtig, das Tempo anzieht und von sich aus dafür sorgt, dass das Misstrauen, das so ein Fall weckt, möglichst schnell beseitigt wird. Ob sie dazu die Politik zu Hilfe braucht, ist eine Sache der Justiz. Dass wir uns gegenseitig darauf hinausreden, dass wir uns nicht in die Quere kommen dürfen, das reicht der Bevölkerung sicherlich nicht mehr lang. Da muss eine Veränderung herbeigeführt werden. Und damit sie nicht anderswo stattfindet, finde ich, sollte die Justiz selbst in Vorlage treten mit Vorschlägen, wie sie das abhilfemäßig hinkriegen kann. Dafür haben wir eine Justiz,
Und der Prozess wird ja jetzt wieder aufgerollt. Und ich glaube, das ist die Stelle, die über Recht entscheidet. Und das muss man abwarten, was dieses Gerichtsverfahren mit sich bringt. Dr. Jübner, der sich zunächst einmal sehr intensiv auf das Steuergeheimnis berufen hat, hat dann doch zumindest so viel einräumen können, dürfen, müssen, dass einige derer, die Gustl Mollat angezeigt haben, auch jetzt Gegenstand von Ermittlungsverfahren ist. Das bedeutet, dass die Anzeigen eben nicht aus der Luft gegriffen waren. Und da muss man dann schon die Frage stellen, warum man damals den Anzeigen nicht nachgegangen ist und jetzt, wo das Thema öffentlich geworden ist, jetzt ist man akribisch dabei, jetzt gibt es Durchsuchungen, jetzt gibt es Razzien, jetzt plötzlich scheint die bayerische Steuerverwaltung, Steuerfahndung etc. hier aufgewacht zu sein. Ich denke, das kann man schon auf der Habenseite dieses Untersuchungsausschusses verbuchen. Was am Ende herauskommt, wird der Schlussbericht zeigen, aber berechtigt war der Untersuchungsausschuss allemal. Ich tue mir das sehr schwer, weil ich ja mal Justizstaatssekretär war und im Grunde genommen die Frage der Rechtsstaatlichkeit muss im Vordergrund stehen und so sehe ich es auch. Es ist ein Verfahren, das sicherlich bis zum letzten TZ aufgeklärt jetzt wird und dann wird sicherlich auch eine Entscheidung kommen, die in der Abwägung allen Dingen gerecht wird. Ich gehöre dem Untersuchungsausschuss nicht an, war allerdings mit dem Fall Mollat lange Zeit beschäftigt im Rechtsausschuss, weil wir dieses Thema dort ja mehrfach behandelt haben. Es ist noch viel zu früh, jetzt eine Bilanz zu ziehen über die Tätigkeit des Untersuchungsausschusses. Was ich von dort mitbekommen habe, ist, dass sich immer mehr der Eindruck verstärkt, dass Ausgangspunkt des tragischen Schicksals von Gustl Mollat eine familiäre Auseinandersetzung war. Ein Streit zwischen den Eheleuten und später geschiedenen Leuten Mollat, der eskaliert ist und bei dem Staatsanwaltschaft und auch die damit befassten Gerichte wohl nicht die Sorgfalt angewandt haben, die man eigentlich erwarten müsste, dann, wenn es um eine Unterbringung geht. Für mich ist wichtig, dass die großen Verschwörungstheorien, die am Anfang der Geschichte Mollat gestanden sind, nämlich, dass Herr Mollat zielgerichtet auf Anweisung der Staatsregierung weggeräumt worden sei unter Indienststellung von Staatsanwaltschaften, Gerichten und Psychiatern, dass es dafür nach meiner Kenntnis bis heute keinen Beweis gibt, sondern ich sage noch einmal, Ausgangspunkt war ein familiärer Streit, der bedauerlicherweise ganz schrecklich eskaliert ist und bei dem die Justiz keine brillante Rolle gespielt hat. Halt und das Leben nehmen, die Ehre nicht. Wenn geschafft ist, dass hinter die Kulissen dieser Krankenhäuser geblickt wird und wenn dann Änderungen in Bayern und in Deutschland eintreten, dass solche Art von rechtsfreien Räumen in der Art nicht mehr bestehen, dass auch andere mitgefangene Frauen und Männer endlich einmal ordentlich behandelt werden, dann erst fühle ich mich frei. Die Kommunen sollen nicht nur mit schnellerem Internet ausgestattet werden. Auch finanziell bekommen sie im Haushaltsjahr 2013-2014 einen Aufschlag. Die Regierung hat 500 Milliarden Euro mehr in den kommunalen Finanzausgleich gesteckt. Damit fließen insgesamt 7,8 Milliarden Euro Steuergelder in die Kommunen. Die Opposition findet, das ist nicht genug. In den Kommunen werden weitere finanzielle Zuwendungen benötigt, um ihren Aufgaben gerecht zu werden. Ich denke, dass die Kommunen in Bayern ganz hervorragend gefördert werden. Ich wüsste nicht, welches Bundesland es in Deutschland so gut hat wie die Kommunen in Bayern. Wir haben einen Finanzausgleich von über 7,7 Milliarden, haben noch aufgestockt für die strukturschwachen Gemeinden. Wir übernehmen die Grundsicherung schon neu, auch die Eingliederungshilfe, um damit die Kommunen zu entlasten. Und ich glaube, das ist ein ganz deutliches Signal, dass die Kommunen in Bayern wirklich hervorragend unterstützt werden.
Ja, wir Freien Wähler fordern ja seit langem 15% Steueranteil am kommunalen Finanzausgleich. Und wir sind jetzt froh über diese Aktuelle Stunde. Hier können wir unsere Forderungen wieder mit einbringen. Es wird doch sehr unterschiedlich gehandhabt. Wir haben Kommunen, die finanzstark sind, aber wir haben auch viele Kommunen, die finanzschwach sind und hier dringend einen besseren Steueranteil brauchen. Also meiner Meinung nach geht es den Kommunen in Bayern wesentlich besser als in anderen Ländern. Und da muss man auch keine Panik bekommen. Wenn es einzelne Ausrisse gibt in irgendeine Richtung, ist das Land ja auch da und unterstützt auch mit Förderungen und so weiter. Aber meiner Meinung nach stehen wir wesentlich besser da wie andere Länder. Ja, das ist für uns ein großes Thema, weil wir einige Städte und Gemeinden haben, die wirklich große Geldsorgen haben und nicht mehr wissen, wie sie ihre Pflichtaufgaben erfüllen müssen. Und wir müssen diesen Finanzausgleich unbedingt gerechter gestalten, sodass größere Kommunen für die kleineren da sind. Das ist ganz wesentlich. Ich mag das hier am Beispiel der Stadt Immenstadt sagen, die sehr viele freiwillige Leistungen auch streichen müssen jetzt in Zukunft, die zum Beispiel ihre Stadthalle in der Form nicht mehr erhalten können und die nicht wissen, wie die ihren nächsten 5-Jahres-Haushalt finanzieren. Also Bayern tut für die Kommunen sehr viel, weil die Kommunen natürlich die Basis auch unseres wirtschaftlichen Erfolges sind. Und ich glaube, wir müssen da auch dranbleiben. Allerdings müssen wir in Zukunft mehr noch auf die Spezifika der Kommunen achten. Wenn ich alleine an die Kur- und Heilbäder in Bayern denke, dann haben die wesentlich mehr Aufwendungen als manch andere normale Kommune. Und ich denke, das sollte in den kommunalen Finanzausgleich mit einfließen und eine Komponente sein, dass diese höheren Aufwendungen auch ausgeglichen werden. Im Mai nimmt sie in München auf der Anklagebank Platz, Beate Zschäpe. Tausende verfolgen vor den Fernsehbildschirmen den ersten öffentlichen Auftritt der mutmaßlichen Neonazi-Terroristin. Sie muss sich für die Taten der Zwickauer Terrorzelle verantworten, darunter 5 Morde in Bayern. Und auch die Politik stellt sich noch immer die Frage, wie der nationalsozialistische Untergrund über Jahre hinweg unerkannt morden konnte. Das Verfahren spielt natürlich eine ganz große Rolle, vor allem die Einhaltung der Strafprozessordnung, um einen solchen Prozess auch revisionssicher zu machen. Ich war selbst Vorsitzender eines Schöffengerichts, ich war selbst jahrelang Staatsanwalt. Ich weiß, wie wichtig es ist, dass die Formalien eingehalten werden. Auf der anderen Seite hat mich diese Verschiebung selbst auch sehr überrascht. Und ohne jetzt den Beteiligten zu nahe treten zu wollen, ich hätte mir insgesamt viel, viel mehr Fingerspitzengefühl gewünscht für gerade diesen Fall. Und ich glaube, da ist das Gericht seiner Rolle nicht ausreichend gerecht geworden. Ja, zunächst mal ist es gut, dass das Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Anordnung erlassen hat und mit dem Inhalt, dass das Gericht auch türkischen Medienvertretern die Möglichkeit geben muss, an dem Prozess teilzunehmen. Zweitens ist es schon bedauerlich, dass das Gericht das jetzt zum Anlass nimmt, das Akkreditierungsverfahren insgesamt noch einmal neu aufzurollen, was ja der Grund dafür ist, weswegen der Prozessbeginn um 3 Wochen verschoben wird. Das ist schwer erträglich für die Angehörigen der Opfer, für die Nebenkläger, die sich darauf eingestellt haben. Aber es ist eine Entscheidung des Gerichts, die wir zu akzeptieren haben. Ja, sicherlich bedauere ich es, dass es so viel Begleitmusik gegeben hat, schon vor Beginn des Verfahrens, dass wirklich die Verteilung der Plätze und viele formale Fragen im Vordergrund stand, aber nicht der eigentliche Inhalt. Und das ist ein so ernster, dass man natürlich sich darauf konzentrieren muss. Und jetzt gilt es, diesen sicherlich auch entstandenen Schaden, auch der in der Öffentlichkeit entstanden ist, wieder zu beseitigen. Das Bundesverfassungsgericht hat eine wunderbare Brücke gebaut. Und ich hätte halt 3 Menschen aus dem Zuseherraum rausgenommen und 3 türkische Journalisten mit reingegeben. Was jetzt los ist, halte ich nicht für gut. Erstens müssen die Menschen, die geplant haben, aus der Türkei herzukommen, Neuurlaub, neue Flüge, alles neu machen. Zweitens muss ich jetzt andere journalistische Kollegen vielleicht verärgern. Also das war jetzt nicht so gut, das war eher provinziell. Wie viel darf ein Landtagsabgeordneter nebenbei verdienen? Diese Frage beschäftigte die Politik und die Öffentlichkeit im Sommer. Anstoß zur Debatte lieferte die Verwandtenaffäre im Mai. Als bekannt wurde, dass einige Abgeordnete nahe Verwandte eingestellt hatten, kurz bevor es untersagt wurde. Und auch die Volksvertreter selbst sollen nun ihre Nebeneinkünfte offenlegen. Mehr Transparenz kann dann nämlich wieder zu mehr Vertrauen in die Politik führen,
So die Idee dahinter. Also mich regt als Juristin vor allen Dingen auf, dass nicht mehr differenziert wird zwischen den einzelnen Fällen in der Öffentlichkeit. Also dass da jeder jedem gleichgestellt wird und das finde ich eine sehr ungute Sache. Es haben ja einige über die Stränge geschlagen und natürlich bin ich dafür, dass man das auch scharf verurteilt, aber man sollte nicht alle Abgeordnete in einen Topf werfen und so unter Generalverdacht stellen. Das berührt mein Gerechtigkeitsgefühl als Jurist sehr. Es wird ein neues Gesetz geben, dann sind klare Regelungen und wir werden uns natürlich an diese Regelungen halten. Wir persönlich als Grüne sagen, wir müssen ganz klar vorangehen mit der Transparenz. Wir werden dann auch in gegebener Zeit auf unseren Homepages auch klare Auskünfte geben, nicht nur über unsere Situation des Umgangs mit den Personalmitteln, sondern auch insgesamt über die finanzielle Situation und auch über die Nebeneinkünfte, weil gerade das Thema Nebeneinkünfte ist eigentlich das Thema, das eigentlich viel wichtiger wäre und viel deutlicher wäre anzupacken als rein die Frage der Beschäftigung von Verwandten. Ja gut, da ist in den vergangenen 4 Wochen aus meiner Sicht auch wirklich zu viel geschwätzt und geschrieben worden. Ich bin ja selber ein Betroffener. Meine Ehefrau ist seit 22,5 Jahren meine engste Mitarbeiterin im Abgeordnetenbüro, das sie auch selber aufgebaut hat. Sie bekommt hier den üblichen Lohn für eine Sekretärin und sie ist ausgebildete Sekretärin und leistet eine super Arbeit. Und von daher meine ich schon, wenn wir uns 4 Wochen lang in Bayern mit nichts anderem mehr beschäftigen, das zeigt dies nur, dass wir weiß Gott keine anderen Probleme haben. Ende Mai schließlich versprach Landtagspräsidentin Barbara Stamm vollste Kooperation bei der Aufklärung der Fälle. Transparenz sei die einzige Lösung bei einem derart ernstzunehmenden Thema. Ich bin Präsidentin des Bayerischen Landtags, bedauere sehr, dass in den letzten Wochen das Ansehen des Parlaments so gelitten hat. Ich habe während meiner Amtszeit alles, was ich in Bezug auf Abgeordnete auf den Weg bringen wollte oder gebracht habe, alles transparent gestaltet. Transparenter ging es nicht. Schon vor der Einführung des G8 gab es heftige Proteste und die Kritik am 8-stufigen Gymnasium nimmt kein Ende. Doch die bayerische Staatsregierung stellt klar, eine Rückkehr zu G9 wird es nicht geben, auch wenn die Opposition dies fordert. Auch von Unterschriftensammlungen der Freien Wähler zeigt man sich unbeeindruckt. Dennoch wurde ein Kompromiss gefunden. Das sogenannte Flexi-Jahr soll den Schülern die freie Wahl lassen, ob das Abitur in 8 oder 9 Jahren erreicht wird. Mir persönlich, wenn ich das als Abgeordneter aus Erlangen betrachte, wenn ich das vor dem Hintergrund meiner 3 Kinder sehe, die in den letzten Jahren Abitur gemacht haben, dann meine ich, dass vor allen Dingen unsere Gymnasien jetzt mal zur Ruhe kommen wollen. Ich glaube, dass wir weder den Schulen selbst noch unseren Kindern oder den Lehrern einen Gefallen tun, wenn wir jetzt wieder alles umkrempeln. Die müssen jetzt einfach mit den Lehrplänen, die es jetzt gibt, mit den Strukturen, mit dem Ausbau der Ganztagsschulangebote vernünftig arbeiten. Ich glaube, das ist wesentlich wichtiger, als hier schon wieder neue Reformen auf den Weg zu bringen. Also ich denke, man sollte mit dem Instrument des Volksbegehrens schon auch vernünftig umgehen, zurückhaltend umgehen. Und ich meine, die Schulen haben heute auch ein bisschen Ruhe mal verdient. Man hat das G8 eingeführt. Die Einführung ist sicherlich nicht ideal gelaufen. Man hat jetzt sehr vieles verändert, nachgesteuert. Und ich denke, wir sollten den Weg kontinuierlich weitergehen und jetzt nicht in aller Aufgeregtheit mit solchen Vorschlägen weiter die Schulen mit Entwicklungen belasten, die letztlich keinem zugutekommen, weder den Schülern noch den Lehrern noch den Eltern. Ja, ich kann da nur meine persönliche Meinung zunächst einmal sagen, aus politischer, aber aus fachlicher Überzeugung. G8 hat sich bewährt und es ist jetzt ja in der letzten Zeit immer wieder deutlich geworden, wie sehr wir bei anderen Bundesländern im Vergleich gut dastehen. Also besteht kein Handlungsbedarf und schon auch gar keine Überlegungen, ein bewährtes jetzt abzuschaffen und erneut Unruhe reinzubringen. Ein derartiges Volksbegehren ist ja vor 8 Jahren schon gescheitert und ich glaube, die Schulen brauchen eines, Ruhe, Ruhe, Ruhe und jetzt nicht wieder Unruhe hineinbringen. Wir sollten die Lehrerinnen und Lehrer einfach arbeiten lassen und das ist dann auch am besten für die Schülerinnen und Schüler und die Eltern. Also es gibt eine große Unzufriedenheit über das G8 und deswegen kommt das G9 wieder ins Gespräch. Ich halte von einer Rückkehr zum G9 nichts. Zum einen
hatte das G9 auch viele Probleme, die zum Teil noch durch das G8 nur verschärft worden sind. Es wäre ein großer organisatorischer Umstellungsprozess, der nicht diesen Erfolg hätte, der notwendig wäre. Sondern es geht jetzt darum, das G8 zu reformieren, es besser zu machen, vor allem den Druck herauszunehmen, vor allem in der Mittelstufe die vielen Fächer reduzieren, den Stoff reduzieren und mehr Zeit für individuelles Lernen der Schülerinnen und Schüler zu machen und die Ganztagesangebote an G8 auszubauen, weil heute sind Schülerinnen und Schüler den ganzen Tag in der Schule, ohne dass sie eine gute Ganztagsschule haben. Also ich denke, wir sollten alle unsere Kräfte darauf setzen, das G8 nochmal richtig gut zu reformieren und auf neue Füße zu stellen. Das wäre ein rein in die Kartoffel, raus in die Kartoffel. Jetzt haben wir gerade eine Lösung gefunden. Die Umstellung ist erfolgt und man muss ja sehen im internationalen Vergleich. Unsere Abiturienten und Studenten sind älter als anderswo. Und deshalb halte ich das, was man jetzt eingeführt hat, für richtig. Die Schüler haben Zeit, wer länger braucht, kann länger am Gymnasium sein, ohne dass er jetzt direkt wiederholt, als Wiederholer eingestuft wird. Und ich glaube, das ist eine gute Lösung und das ist halt Wahlkampf. Ich bin überzeugt, dass die große Mehrheit der Schüler und Eltern, die sich am Gymnasium aufhalten, zum G9 zurück wollen. Nicht zum alten G9, sondern zu einem reformierten G9. Das heißt, das jetzige G8 im Prinzip auf 9 Jahre zu strecken, um hier etwas mehr Zeit reinzubekommen und sich wieder mehr um die Lerninhalte in der Tiefe kümmern zu können und nachmittags frei zu haben für Ehrenamt und so weiter, ist also auch wichtig. Ich bin überzeugt, dass das politisch durchsetzbar ist, selbst wenn hier die CSU dagegen ist, aber die waren ja bei den Studiengebühren anfangs dagegen und am Ende waren es plötzlich dafür. Ja, Wahlkampf würde ich sagen. Ich meine, es gibt Restprobleme in einigen Bereichen, was den Lehrplan noch angeht, aber die werden wir nicht dadurch lösen, indem wir einen Mischmasch produzieren und das G9 neben dem G8 einführen. Ich glaube, da ist Konsequenz schon der richtige Weg, G8 konsequent. Gut, da muss man natürlich die SPD fragen. Ich weiß, dass die SPD mit ihren Vorstellungen eines Konzeptes G8, G9 nicht ganz so weit entfernt sind von uns, aber ich erinnere nur daran, dass die Studienbeiträge, das Volksbegehren auch von uns allein gemacht worden ist und SPD und Grüne erst später dazugekommen sind. Also insofern schauen wir auf uns. Wir glauben, dass das ein wichtiges Thema ist, dass wir in die Öffentlichkeit bringen, dass wir möglicherweise mit der Bevölkerung diskutieren und das entscheiden wir selbst und dann sehen wir, wer mitmacht und wer nicht. Für die Opposition wird es schwer, ihre Forderungen durchzusetzen in der neuen Legislaturperiode. Denn seit den Landtagswahlen im September regiert die CSU mit einer absoluten Mehrheit und besetzt 101 von 180 Sitzen. Die FDP, die vorher auch Regierungspartei war, musste ihren Platz im Landtag räumen. Für die 5% der Wählerstimmen hat es bei ihnen nicht gereicht. Mit welchen Themen sich die bayerische Landespolitik 2014 befasst, dazu geben die Abgeordneten nun einen kleinen Ausblick. Ja gut, ich möchte natürlich politisch in den Bereichen weiterhin tätig sein und erfolgreich tätig sein, die ich zu verantworten habe. Ich bin Vorsitzender der CSU-Arbeitsgruppe für Verkehr, Wohnungs- und Städtebau. Das sind im Wesentlichen die Infrastrukturthemen und da braucht man natürlich Geld für Investitionen und da hoffe ich mir natürlich auch die Unterstützung unseres Haushaltsausschusses und des gesamten Parlaments dafür. Also privat habe ich mir, wie die vergangenen 10 Jahre, vorgenommen, auch mal ein bisschen an mich zu denken und nicht nur an den Job. Mal schauen, ob ich es diesmal irgendwie umsetzen kann. Und seitens meines Abgeordnetendaseins, 2014 sind die Europawahlen. Ich bin europapolitischer Sprecher, Europäer mit Leidenschaft. Und da werde ich natürlich mich ganz intensiv reinhängen, um zu verhindern, dass die Europagegner eine zu starke Kraft werden im Europäischen Parlament. Mein häufig wiederholter Plan und mein Angebot ist einfach, ich habe jetzt gerade wieder eine Besuchergruppe da und ich habe den Menschen erklärt, wenn ich vergleiche hier und zu Hause im Gemeinderat, wir haben hier im Haus, ich nenne es immer einen Dauerwahlkampf. Und das macht auch ein bisschen Politik verdrossen und darum ist mein Angebot an alle anderen Fraktionen, dass wir mehr zusammenarbeiten müssen, dass wir gemeinsame Anträge stellen sollten, um den Menschen vor Ort zu zeigen, wir machen hier nicht nur Wahlkampf, sondern wir fassen Probleme an und dazu gehört natürlich auch, ich erlebe es heute wieder bei der Breitbandsache, da übernimmt die Regierung eine Sache, die wir vor 2 Jahren angestoßen haben. Gell? Und jetzt wird es unter dem Regierungsnamen verkauft. Das sind Dinge, da ist das Thema zwar transportiert, aber insgesamt sollte man mehr zusammentun und den Leuten zeigen, wir hier im Hause sind bereit zur Kooperation.
Also privat würde ich ganz gerne in 2014 eine längere Fahrradtour machen in irgendein anderes europäisches Land und mir das nochmal genau anschauen. Das ist etwas, was ich immer sehr gern tue, Landschaften anschauen, andere Gegenden anschauen, wie es woanders funktioniert. Und was ich politisch gerne tun will, ist zum einen dafür sorgen, dass die Energiewende kommt, dass die Blockaden nicht stattfinden, dass die Sicherheit am Atomkraftwerk Gundremmingen ernst genommen wird und dass auch die Asyl- und Sozialpolitik in Bayern endlich richtig funktioniert. Bisher höre ich da immer nur einige Ankündigungen. In den Asylunterkünften hat noch niemand was von den angeblichen Verbesserungen gemerkt. Ja, mit den Vorsätzen, das ist immer so eine große Gefahr, dass man sich das selber einholt. Das ist, glaube ich, einfach der Wunsch und das Ziel, dass man gesund und fit bleibt, dass man die Arbeit fortsetzen kann. Und ich bin überzeugt, dass wir im Jahr 2014 von der politischen Seite jetzt mit den Kommunalwahlen im März große Herausforderungen haben, denn das ist immer eine große Veränderung, wenn die Stadt- und Gemeinderäte, Kreisräte, Bürgermeister, Landräte gewählt werden. Da sind ja doch viele Betroffene. Und dann kommen ja schon die Europawahlen. Also das heißt, das ist einmal die politische Herausforderung. Hier im Landtag ist es so, dass wir dann uns im ersten Quartal mit dem Nachtragshaushalt 2014 befassen werden. Und es ist dann der nächste Schritt, ist, dass er in 2014 wieder eine wichtige Weichenstellung erfolgt mit dem Doppelhaushalt 15 und 16. Die Vorbereitungen laufen dann Richtung Jahresmitte, die parlamentarische Beratung zum Jahresende. Also es wird ein arbeitsreiches Jahr werden. Und ein interessantes Jahr warten. Und insofern muss man sich nicht viel Neues vornehmen, sondern das Wunsch und Ziel meinerseits ist, die Aufgaben, wenn es geht, gut zu machen. Und wenn es möglich ist, nicht noch mehr Hektik, sondern dass man einfach auch noch die Zeit findet für den menschlichen Umgang, für das gute Miteinander. Ja, 2014 ist das erste volle Parlamentsjahr in der neuen Wahlperiode. Ich werde mich ganz intensiv auf meine neue Aufgabe konzentrieren. Ich bin ja jetzt der kommunal- und innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Da wartet viel, viel Arbeit auf mich. Ich möchte über die Feiertage selbst für mich in Klausur gehen und darüber nachdenken, welche nächsten Initiativen wir ergreifen können. Und das wird ja auch Thema bei unserer Winterklausur in Irsee sein, nämlich eines der wichtigsten kommunalen Themen, die Kommunalfinanzierung. Also da werden wir eine Menge zu arbeiten haben, denn es ist bei weitem nicht so, dass die Kommunen alle glänzend dastehen. Ganz, ganz viele können ihre Haushalte nicht ausgleichen. Ganz, ganz viele wissen nicht, wie sie den Investitionsstau bewältigen sollen. Die Qualität der Lebensverhältnisse ist im Land sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Jede Menge Aufgaben für die Politik, die von der Staatsregierung leider zum Teil sträflich vernachlässigt werden, wo die Opposition der Regierung auf die Sprünge helfen muss. Und privat freue ich mich ja auf ein weiteres schönes Jahr mit unseren beiden Enkeln. Die sind jetzt 3,5 und 1,5 Jahre alt. Meine Tochter wird umziehen in ein neues Haus. Da hat natürlich dann der Vater auch einiges an handwerklichen Tätigkeiten vor, um ein bisschen den jungen Leuten unter die Arme zu greifen. Und nach 7 eigenen Umzügen, ja, da weiß man dann schon, was zu tun ist und wie man es auch einigermaßen ordentlich hinbekommt. Also das Jahr wird sicher ein schönes Jahr werden und vorausgesetzt, dass ich auch gesund bleibe und dass in der Familie alles so seinen guten Weg geht, wie es das jetzt in der Vergangenheit auch getan hat. Für 2014 hat sich die CSU viel vorgenommen. Das beginnt natürlich mit unseren Klausurtagungen, die wir traditionell in Wildbad Greuth haben. Damit beginnt das Jahr. Aber dieses Jahr 2014 ist ja in der ersten Jahreshälfte für die CSU und für alle Parteien ganz spannend. Wir haben im März die Kommunalwahl im Freistaat Bayern. Die CSU ist eine Partei, die immer stark in der Bevölkerung und in den Kommunen verwurzelt war und deshalb ist das eine sehr zentrale Herausforderung. Und die zweite große Herausforderung kommt wenige Monate später im Juni, nämlich die Europawahl. Und hier wird die CSU auch mit einem klaren Profil auftreten, das heißt klares Profil, was das Thema Euro angeht. Die CSU steht zum Euro.
Die CSU weiß, dass mit dem Euro auch viele Exporterfolge der bayerischen Wirtschaft verbunden sind. Die CSU steht aber auch für ein Europa, das nicht die kleinsten Dinge des täglichen Lebens in Brüssel regelt, sondern den Kommunen, den Regionen möglichst viel Spielraum lässt. Und insofern wird das eine ganz spannende Wahlauseinandersetzung. Wir sind dafür ganz gut aufgestellt. Das war der Plenum-TV-Jahresrückblick für die Region Schwaben. Kommen Sie gut ins neue Jahr und auch dann werden wir Sie wieder über die Geschehnisse aus dem Bayerischen Landtag auf den Laufenden halten.